Wow, das ist er. Kiritani Schatten. Mir läuft kalt den Rücken runter, wenn ich ihn nur sehe. Er ist ein Ex-Söldner, der jetzt Profikiller ist. Ganz gewiss kein gewöhnlicher Mensch. Wenn ich einmal die Polizei was gegen ihn tun kann, dann müssen wir das eben erledigen. Nähern wir uns vorsichtig. Ihr seid hier? Wahrscheinlich hat dieser Idiot schon vorhin euch dazu angestiftet. Das ist doch der Terrorist, oder? Sorry, aber ich gehe nirgends hin. Ihr Kinder wollt Helden spielen? Lauft zu euren Mamis. Wir können gefährliche Leute wie dich nicht rumlaufen und andere umbringen lassen. In meinen Augen seid ihr gefährlicher. Pass mal auf. Ich habe als Söldner schon häufig Folter gesehen. Und bei Folter geht es darum, Herz und Seele zu töten. Ihr zerstört bei anderen Charakterzüge, die euch nicht passen. Das finde ich böse. Böse ist so ein Quatsch. Wir bemühen uns, das Richtige zu tun. Ich töte aus Prinzip nur beruflich. Aber wenn ihr mir in die Quere kommt, mache ich eine Ausnahme. Er kommt. Dich erledige ich schon und danach bringe ich noch mein Tageslicht um. Schuss auf den Boost. Wartet, hört euch an, was ich zu sagen habe. Ich töte nur Verbrecher, sie werden sonst nicht bestraft. Die Polizei kann ihnen nichts anhaben. Ich bin genau wie ihr Phantomdiebe, also befreie ich die Welt vom Bösen, also lasst mich gehen. Sorry, aber wir sind nicht gleich. Die Phantomdiebe würden niemals jemanden ermorden. Nein, helft mir, ich will nicht verschwinden. Wie kannst du das sagen, wo du so viele Menschen ermordet hast? Du musst dir eingestehen, dass du bereits verloren hast. Mach dich bereit. Ich weg bin, wird das Böse, das ausgelöscht werden müsste, wieder kommen. Immer wieder kommen. Wir zerstören das Böse auf andere Art als du. Du kannst problemlos verschwinden. Hoher Konter. Der war der Müll aufsammelt. Hold up. Damit lernst du den passiven Skill hoher Konter. Ach nee, man muss ja weiter. Stimmt, wir können ja jetzt ins nächste Gebiet. Oh, sie ist offen. Jetzt können wir endlich weiter. Gehen wir.
Dort ist auch unser letztes Ziel, was da wartet. Oh ja, wir haben es wohl so einen in so einer Art neuen Bereich geschafft. Wow, der Ort hier ist deutlich größer als den, den wir davor hatten. Ich gehe davon aus, dass euch die, dass auch die Schatten hier stark sind. Vorsichtig. Ach Quatsch, das glaube ich dir nicht. Stark! Die sind genau gleich wie die im letzten Bereich. Servus! Also können ja auch problemlos vorankommen. Guten Tag! Das macht schon Spaß. Oh, die drei. Oh, jetzt haben wir nur noch einen. Verdammt! Wie viele Ebenen geht es hier denn runter? Das weiß ich auch nicht. Ich kann nur eins sagen. Die schieren Ausmaße dieses Ortes sind astronomisch. Aber komm schon, das wissen wir doch selbst. Ach Mauna, du versuchst von Nora immer so cool zu tun. Das stimmt gar nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass sie es weiß. I'm sensing way more treasure chests than usual. Go get him, Joker. Ja, jetzt wo ich keine Dietriche mehr habe, ne? Ah, die kann man sogar normal. Die ist sogar auch. Ich auch, jetzt nicht mehr. Focus. An addition to your repertoire. Get better at him. Hmm.
this power. The lighting here is remarkable. Perhaps with the right shading. You can draw all you want when we're done, man. There's the platform. I suppose that's it for this area, then. Ach, ausholen, okay. Oh, das hier sieht aus, als könnten wir eine kleine Pause machen. Okay, machen wir eine Pause. Ja, nur eine kleine, weil ich halt nur kurz speichern, dann gehen wir direkt weiter. Wenn ich es richtig sehe, war dieser Bereich gerade der Mittelpunkt. Die Hälfte haben wir geschafft, Leute. Jetzt lass uns den Rest zügig durchhackern. Das Navigieren hast du echt drauf. Ich find's nice, dass wir so verlässliche Infos haben. Was guckst du mich so an? Ja, Morgana, ne? Das müssen wir nicht nochmal anfangen. Den muss ich mal besiegen. Oh, ich glaube, das ist gut, oder? Ja, das war's. Focus. It's somewhere. Huh? Wieder Schatzdämon nur? Wenn ja, haben wir auf jeden Fall die falsche in der Gruppe. Oder warte! Bringt das hier was? Ist auch gut? Nein. Nein, das ist nicht. Wir brauchen wieder Ahn hier drin. Obwohl, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich egal. Na! Oh. Heavy resistant.
Einfach. Hier sind jetzt nicht nur Schatzdämonen, oder? Okay. Sonst brauchen wir wieder Dinge erahnen hier drin. Du kannst ja auch mal mitkämpfen, Tata. Das ist gar kein Problem, einfach nur fragen. Guten Tag. Ja, was? Is this the sound of wind? Or does it sound more like people? Dann wieder ausholen. Ein Warteraum, welch glücklicher Zufall, dass er jetzt erscheint, da mir nach Astra. Hier machen wir eine Pause. Ich sollte etwas schreiben. Wo sind wir gerade? Ihr nähert euch dem Ende, kein Zweifel. Wir müssen noch ein Stückchen weitergehen. Wo ist denn bitte das Ziel? Should I draw something on the body? All right, that is enough pranks. Natürlich, Ryuji. Was soll ich sonst machen? Fehlt doch irgendwo mal das Ziel? 11 Gebiete unten ist das. Nein. Halte eine Werte aus dem nächsten Bereich. Ich glaube, das ist die Ziellinie. Endlich, ich habe das herumgerannt. Es hat. Was glaubst du, wie es für mich ist? Ach, ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder am Ende des Gangs. Also quasi einfach am Ende des Bereiches, glaube ich, dann einfach das Ziel. Also nach dem hier. Okay. Ja, ich meine, wir müssen sowieso ganz nach unten. Ich meine. Also jetzt gerade nicht, aber irgendwann aus dem. Selbst wenn wir es nicht müssten, würde ich das eigentlich wollen. Also ich würde schon hier ganz nach unten mal wollen. Ist halt ganz cool. Auch wenn es für euch vielleicht ein bisschen langweilig ist, wenn ich einfach rumfahre und ein paar Gegner hier kill. Aber mir macht das Spaß. Denn ich bekomme schließlich Erfahrungspunkte dadurch. Und man nimmt ja auch vor allem gar keinen Schaden. Das ist auch richtig nice. Ja, hier ist der Gegner. Wir haben Wakasas Schatten gefunden. Er ist so eine Art Betrüger, oder? Ja, und er hat es nur auf einsame alte Menschen abgesehen. Wie kann man nur so niederträchtig sein? Ich sag mal, benötigt wirklich dringend einen Sinneswandel. You're right.
Die Phantomdiebe, ja. Von euch hört man ja jede Menge glamouröse Dinge. Diebe seid ihr, oder? Aber hinter den Kulissen macht ihr sicher jede Menge Kohle. Erzählt mal, wie läuft das? Steck uns nicht in die gleiche Schublade wie Betrüger deiner Art. Netten alten Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Was bist du nur für ein Arschloch? Hä, hey, das Geld ist mein Gehalt als Pfleger. Schließlich höre ich mir ihren blöden Smalltalk an. Die labern einen stundenlang voll, wie freundlich ihr Sohn doch ist. Ja, der Sohn hat dumme Eltern. Ha. Würdest du sowas auch über deine eigenen Eltern sagen? Oh Mann, ihr Phantom, ihr geht mir echt auf die Nerven. Verschwindet, bevor ich euch vertreibe. Dein Ernst, er heilt sich? Das kann nicht sein. Ernsthaft? Ja, toll. Ja, super. Ah ne, er heilt sich gar nicht, okay. Ich war ein solcher Bastard. Ich habe wirklich alten Leuten Geld abgeknöpft. Oh Mann. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es war wirklich grauenhaft von dir, die Schwächen alter Leute so auszunutzen. Was willst du jetzt tun? Ich besuche jeden, den ich betrogen habe. Ich entschuldige mich und dann stelle ich mich. Ich gestehe auch meinen Eltern alles und entschuldige mich, dass ich so ein schlechter Sohn war. Wenn du wüsstest, wie viel Leid du deinen Opfern bereitet hast, hättest du das nie getan. Erinnere dich an die Schande, die du jetzt empfindest und tue alles, um Wiedergutmachung zu leisten. Oh, sie ist offen. Das ist der 52. Bereich, oder? Wie viele Folgen wollen noch? Das müssen wir selbst rausfinden. Auf geht's. Ich würde sagen, wir gehen wieder zum Eingang zurück. Ich glaube, wir haben alle Bereiche bisher. So. Dann würde ich auch sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Persona 5 und ciao.